Hey, hey. Heute hat es den größten Teil des Tages geregnet, deswegen habe ich bis jetzt noch keinen Vlog gemacht. Und wir haben aufgrund des Regens und weil es angeblich den ganzen Tag hätte regnen sollen, uns dazu entschlossen, dass wir eine kleine Cottage nehmen. Da sind wir jetzt auf dem Weg. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 4 Uhr oder so um den Dreh rum. Und wahrscheinlich werden wir so gegen 6, 7 ungefähr da sein. Jetzt sind wir jedenfalls wieder aus dem Regen draußen, so grob. Vielleicht fängt es nochmal an. Man weiß es nicht. Jedenfalls sind wir jetzt gerade an einer Stelle gekommen, wo wir mega genialen Ausblick haben. Schaut es euch an. So sieht es hier halt nicht überall aus, aber schon so ziemlich ähnlich in die Richtung. Das ist einfach Wahnsinn, durch Norwegen zu fahren. Der Hammer. Navigiert uns gerade an die coolsten Orte. Wir sind weiterhin unterwegs zu diesem Campingplatz, zu der Cottage, die wir gebucht haben. Und jetzt fahren wir hier Cottage. Franzose zu sagen. Diesen wundervollen Weg entlang, Leute. Das ist, also es gefällt mir. Aber ich bin auch wesentlich erstaunter darüber, dass sowas als normale Fahrstraße gilt und keine Einschränkungen hat für Landwirtschafts- und Forstbetrieb wie bei uns. Hoffentlich kommt uns keiner entgegen. Hoffentlich kommt uns keiner entgegen. Leute, es ist gekommen, wie es kommen musste. Wir sind hier tatsächlich auf diesem Weg liegen geblieben. Und jetzt haben wir einen Dorf nett in Norwegen gefunden. Also die sind hier langsam peu à peu angekommen, die uns gerade helfen, das wieder zu reparieren. Mal gucken, was rauskommt. Hey Leute, also wir waren so halb in dem Graben drin. Ich hab's nicht gefilmt, weil lauter Leute dabei waren, die, keine Ahnung, weißt du, bis du die dann alle fragst, ob du es filmen darfst und so weiter. Aber jetzt habt ihr schon vorhin mitgekriegt, es haben schon 3 Autos hinter uns geparkt, die alle mithelfen wollten. Einer ist uns entgegengekommen, der war bestimmt schon Anfang 60 und hat trotzdem mitgehoben. Und wir haben versucht, das Auto rauszuheben. Und während wir dann auf ein Seil gewartet haben, damit uns der Volvo rausziehen kann, über die Anhängerkupplung, kam einfach so ein Bus, so ein Werkstattbus, und da stieg vorne schon einer aus, der so schon ein bisschen schrankmäßig ausgesehen hat und hat gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Und dann der Beifahrer auch noch, so ein Typ. Und dann machen die den Bus auf und dann steigen noch 3 so Typen raus. Und dann sind die 5 auch noch gekommen. Und dann waren da... Letztendlich waren wir zu 10 oder zu, also vorne gehoben haben, glaube ich, 8 Leute miteinander und haben vorne auf der Vorderachse das Auto an den Radkästen und unter dem Schutz, ja, sogar. An den Radkästen hat jeder mitgehoben und mit Hauruck-Taktik haben wir die Vorderachse aus dem Graben raus wieder auf diese, naja, nennen wir es Straße, eher ein Feldweg gehoben. So dass wir dann über die Vorderachse der Corsa sich selber rausziehen konnte. Aber es war eine mega Aktion und alle hilfsbereit und keiner hat sich aufgeregt drüber, so wie nach dem Motto, wie kann man denn so doof sein, da rauszufahren oder was. Es hat keiner geschimpft. Die haben einfach angehalten, waren total freundlich und haben volle Kanone mit angepackt. Hammer, Hammer. So muss es eigentlich sein. Echt genial. Boah.
das Erlebnis war es dann schon fast wert, dass man in den Graben gefahren ist. Ja, wobei es ja das bestimmt die Achse verzogen hat oder irgendwie sowas. Ach, das ist so tragisch war es, glaube ich, nicht. Ja. Wir werden sehen, was letztendlich rauskommt. Aber es war auf jeden Fall ein mega Erlebnis, wo man, man hat was zu erzählen, ne? Du zuerst lugt noch einer aus der Tür raus und dann dachtest du, die sind zu dritt. Zu dritt könnte schon fast sagen. Ja, aber da hat echt Handwerker, die haben die haben wir alle heben können. Ja, richtig. Und auch cool drauf waren alle miteinander. Ja. So, ich glaube, denen hat es auch Spaß gemacht. Ey, so, aus denen ihrer Sicht, weißt du? Ja. Kurz an. Ja, okay, heben wir raus. Ich nehme mein Auto nebenbei raus. Da haben wir auch noch was zu erzählen. Ja, genau. Hello again! Wir sind jetzt hier an dem Cottage angekommen und wir haben richtig coole Location erwischt, glaube ich. Die ist zwar kleiner als die anderen, wie es ausschaut, aber ist voll abseits gelegen. Huiuiui! Okay. Ja, aber sonst nichts. Ja, meine Güte. Weil wegen den Schuhen versauen soll man es vielleicht nicht so sehr, ne? Und das haben wir schnell eingesaut hier. Ja. Wir haben eine Kaffeemaschine, aber können wir gerade Fisch reintun. Leute, ich feiere es. Und die Aussicht ist mega. Und man sieht keine Leute außen rum. Man nimmt hier nicht so wirklich wahr, dass man auf einem Campingplatz ist. Einfach nicht mehr, weil es
Öl ist viel, viel teuer, kostet auch ein Liter und Brot, Salz und Pfeffer. Und Rotwein. Aber abgesehen davon, was haben uns die Römer jemals Gutes getan? schon dein zweites Glas Wein, oder? Nee. Mehr ist nicht üblich, wieso? Achso. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Deswegen meine Verzweiflung vorhin. Warum habe ich, Idiot, meinen Rotwein so schnell getrunken? Vielleicht, weil du weißt, dass noch ein Landjugendler ist? Zwanghaftes Verhalten. Hast du jetzt einen Zeitläufer gemacht, oder was? Mhm. Oh.